Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute, ein Pflanzbeispiel mit Steingartenpflanzen. Wir sind hier in der Staudengärtnerei Allgäu-Stauden von Ulrike Uli Bosch. Uli, was hat es alles für Pflanzen in diesem Pflanzbeispiel? Ja, in dem Trog sind verschiedene Gebirgspflanzen kombiniert. Hier haben wir die Walliser Kammschmiele, die jetzt ein Gras also abblühen ist. Genau, ein Gras. Hier vorne eine Dach- oder Hauswurz, die findet man ja sehr oft beim Wandern in den Bergen, ja, die jetzt in voller Blüte steht. Ich schaue das gleich mal von nahem an. Bin zwar ein bisschen durch die Gläser abgelenkt. Für was die Gläser hier? Ja, wir lassen es uns manchmal auch gut gehen, aber aktuell dienen sie als Regenmesser. Okay, ich habe schon erwartet, es wäre da ein Drink drin, aber liebe Zuseherinnen und Zuseher, es ist nichts drin. Also, hier die Nahaufnahme. Wie heißt das? Sempervivum, die Dachwurz oder Hauswurz. Eine spezielle Sorte, oder? Bestimmt eine Sorte, da gibt es ja tausende Sorten, aber okay, ehrlich gesagt weiß ich die Sorte Dachwurz nicht. Mal gucken, ob die noch bezeichnet ist. Nein. Das ist eine Schale, die ist wirklich schon sehr schön, die Blüten auch von Namen. Eine Schale, die schon viele Jahre bepflanzt ist, eigentlich ein bisschen vernachlässigt. Wir haben wirklich ewig nichts dran gemacht. Die stand in der Ecke irgendwie und wir haben sie gerade mal wieder rausgezogen. Aber das ist ja das Schöne. Es funktioniert ganz offenbar auch, wenn man sehr lange nichts macht. Ja, man muss wirklich nichts machen. Man muss nicht gießen. Die Pflanzen sind an Hunger gewöhnt, an Durst gewöhnt. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Reiherschnabel noch. Der blüht die ganze Saison durch immer wieder. Man sieht, es ist sehr kleines, feines Laub und die Pflanze ist einfach wahnsinnig genügsam. Und die blüht von wann bis wann? Oh, die fangen meistens so Ende Mai, Anfang Juni an. Und der Reiherschnabel. Genau, das sind ganz dankbare Pflanzen, weil sie wirklich sehr, sehr. Was hast du mehr noch hier drin? Das ist witzigerweise eine Asperula, da weiß ich jetzt den deutschen Namen gar nicht, also verwandt mit dem deutschen Waldmeister oder mit dem bekannten Waldmeister, aber das ist eben auch eine Zwergform aus dem Gebirge. Verschiedene Sedumgewächse, hier noch eine Glockenblume. Das sind alles jetzt Varietäten, die aus dem Gebirge kommen. Ja. Und wenn man sich sowas macht, ich meine, das ist wirklich eine dankbare Geschichte, für wenn man wenig Platz im Garten hat oder auch gerne in Urlaub fährt, seine Pflanzen mal allein lassen möchte, weil man muss sich wenig drum kümmern. Der häufigste Fehler, der gemacht wird, dass man für sowas in den Baumarkt geht und einfach einen Sack voll Erde kauft, der sehr torfhaltig ist, weil das ist eigentlich das Gegenteil, was die Pflanzen brauchen. Die Pflanzen kommen ja alle aus dem Gebirge, aus steinigem Umfeld. Wenn man die jetzt in so eine ganz normale Blumenerde setzt, da ist viel Torf, viel pflanzliches Substrat drin, das passt eigentlich nicht. Das ist auch zu stark gedüngt. Was muss man nehmen? Man muss eigentlich am besten eine Gartenerde nehmen, wenn man hat. Also einfach eine schwere mineralische Erde. Also aus dem eigenen Garten eigentlich? Zum Beispiel, das kann man nochmal abmagern mit Sand oder mit Kies, mit Split. Also es darf wirklich sehr wasserdurchlässig und sehr nährstoffarm sein. Also wirklich ein Split untermischen wäre super. Wir haben hier zum Beispiel einen Lava-Krus genommen, den wir gemischt haben mit einer anderen Erde, dass es einfach die Pflanzen trocken stehen und keinesfalls vernässen. Und man kann eigentlich sagen, je schwerer die Erde, desto besser, aber eben nicht jetzt ein barziger Lehm, der sehr feucht ist, sondern dann eben abmagern mit Gestein. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Kann jeder Topf benutzt werden, auch ein Plastiktopf, oder muss der aus Ton sein? Im Prinzip gehen auch Kunststoffgefäße. Ich mag Tontöpfe lieber, weil sie doch anders atmen, auch die Feuchtigkeit abgeben. Das Wichtigste ist aber das Abzugsloch natürlich im Boden. Ja. Das darf auf keinen Fall ein Eimer sein ohne Abzugsloch. Also hier rein könnte man jetzt, da hat es nämlich kein Abzugsloch, hier rein könnte man keine Steingartenpflanze pflanzen. Das wäre schlecht, eher dann eine Sumpfpflanze, eine kleine, aber auch nur. Herzlichen Dank, Uli Bosch.